Hallo und herzlich willkommen hier bei cafotos.de. Heute zum zweiten Teil der neuen Lightroom-Strecke. Im letzten und ersten Video hatten wir ja bereits einen neuen Katalog in Lightroom angelegt. Und heute wollen wir uns zunächst mal anschauen, was dabei genau passiert ist. Ich habe auf meiner Festplatte extra für dieses Tutorial einen extra Ordner angelegt und dort auch einen Ordnerkatalog. Daher wechseln wir jetzt mal rein. Und hier hat sich dann automatisch auch ein neuer Unterordner angelegt. Da wechseln wir nochmal rein. Und hier befinden sich dann die Dateien, die Lightroom benötigt. Da ist zum einen mal der LR-Cut, das ist die eigentliche Katalogdatei. Dann die Lightroom Tutorial, ich mache das mal groß, Previews, LR-Data. In dieser Datei werden alle Bildvorschauen gespeichert. Was genau das ist, das seht ihr im Laufe der Reihe. Dann gibt es einen Ordner Lightroom Einstellungen. Da gibt es verschiedene Unterordner. Die dienen einfach dazu, um Voreinstellungen abzuspeichern. Auch das seht ihr im Rahmen der kompletten Strecke. Und dann gibt es hier noch so ein paar Dateien, die aber nicht weiter interessant sind. Ihr könnt den Katalog dann immer öffnen, indem ihr entweder diese Katalogdatei öffnet, einfach doppelklicken, oder ihr stellt euer Lightroom so ein, dass dieser Katalog immer gestartet wird. Und das könnt ihr, ich bin jetzt hier mal wieder in Lightroom zurückgewechselt, könnt ihr, indem ihr auf die Einstellung geht, über Lightroom Voreinstellung oder Apfel U hier auf dem Mac, könnt ihr hier gehen auf Allgemein und dann gibt es hier den Menüeintrag Standardkatalog und da steht nach Programmstart folgenden Katalog verwenden, zuletzt geöffneten Katalog laden, das habe ich meistens, oder ihr könnt beim Starten von Lightroom fragen lassen oder könnt hier einen der bisher benutzten Kataloge auswählen, sodass der immer geöffnet wird. Ich lasse das hier auf zuletzt geöffneten Katalog laden stehen, denn meistens benutze ich, also ich habe verschiedene Kataloge für Privatbilder oder für Shootings und deshalb lasse ich das eigentlich immer so, dass die Datei direkt geladen wird, denn meist benutze ich dann immer den vom letzten Mal, den ich geöffnet hatte. Ja, was es hier in den Voreinstellungen noch alles einzustellen gibt, dazu kommen wir in einer anderen Folge. Wir wollen jetzt zunächst mal uns das Programm an sich anschauen, was es dort eigentlich an verschiedenen Bereichen gibt. Was ihr jetzt hier seht, ist die Standardansicht von Lightroom 4. Lightroom 3 sieht ganz genauso aus, da hat sich am äußerlichen Erscheinungsbild überhaupt nichts getan. Und wir wandern jetzt einfach mal durch die verschiedenen Bereiche, dass ihr einen Eindruck bekommt, was Lightroom leisten kann und wie der Workflow hier in der Regel so stattfindet. Zunächst mal schauen wir uns hier oben die obere Leiste an. Dort in großen Buchstaben zu lesen, Bibliothek, Entwickeln, Karte, Buch, Diashow, Drucken und Web. Das sind sogenannte Module des Programms. Das heißt, ihr importiert Fotos, das ist dann die Bibliothek, also dort verwaltet ihr eure Bilder. Das Bearbeiten der RAW-Files macht ihr dann im Entwickeln-Modul. Dann gibt es noch einen Bereich Karte. Da könnt ihr, wenn eure Bilder mit GPS-Daten versehen sind, auch die Bilder auf einer Karte anzeigen lassen. Im Bereich Buch könnt ihr dann ein Book erstellen, direkt aus Lightroom heraus. Ein Buch, das ihr bestellen könnt. Dann im Bereich Diashow könnt ihr, wie der Name schon sagt, ein Diashow eurer Bilder ablaufen lassen. Drucken ist auch selbsterklärend und Web könnt ihr eine Webgalerie generieren lassen, die ihr dann einfach auf dem Webserver hochladen könnt und dort dann für andere bereitstellen könnt. Die einzelnen Module schauen wir uns natürlich in den kommenden Folgen auch genauer an. Wir schauen jetzt zunächst mal auf die linke Seite, denn jeder dieser Module verfügt über eine rechte Seite, eine linke Seite und allen Modulen gleich ist hier unten die sogenannte, ich nenne sie immer Filmstreifenleiste oder der sogenannte Filmstreifen, denn dort werden eure Bilder nebeneinander, die ihr ausgewählt habt,
angezeigt, sodass ihr in den Modulen dann immer einen direkten Zugriff auf diese Bilder habt. Was sich ändert, sind immer die linke und die rechte Seite. Das seht ihr jetzt gleich. In der Bibliothek habt ihr nämlich hier links quasi eure Ordnerstruktur abgebildet und irgendwelche Sammlungen, was genau das ist, auch in den nächsten Folgen. Und rechts könnt ihr dann Metadaten und jegliche Bildinformationen zu dem ausgewählten Bild abrufen. Wechseln wir aber jetzt in den Entwickeln Bereich. Dazu klicken wir einfach einmal. Seht ihr, dass sich die linke und rechte Leiste verändert hat? Die untere bleibt aber so. Rechts habt ihr im Entwickelmodul eben die verschiedenen Entwicklungsmöglichkeiten und links den Verlauf, irgendwelche Zwischenschritte, die ihr abspeichern könnt und so weiter. Und wir schauen uns einfach mal das Drucken an. Da seht ihr auch hier hat sich rechts und links was geändert und der Filmstreifen bleibt gleich. Das ist also der grobe Aufbau von Lightroom und meiner Meinung nach ist das sehr intuitiv, denn man arbeitet sich wirklich sehr schnell in dieses Erscheinungsbild herein, sodass es gar nicht schwer fällt, das Ganze eigentlich zu verstehen. Ich wechsle nochmal zurück in die Bibliothek, denn da soll es dann in der nächsten Folge weitergehen. Und wir werden dann zunächst mal ein paar Bilder importieren und werden dann unseren Katalog erstmal noch einstellen, dass er genau das tut, was wir wollen. Da gibt es so ein paar Einstellungen, die man vorher festlegen sollte, denn die können zwar später noch geändert werden, aber dann müsste man alle bisher importierten Bilder nochmal gegebenenfalls überarbeiten lassen von Lightroom. Dazu aber in der nächsten Folge mehr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Abonniert natürlich meinen Kanal, teilt das Video, teilt die Lightroom-Strecke. Sodass möglichst viele Leute hier ihre Fragen natürlich auch stellen können. Wenn ihr Fragen habt, immer in die Kommentare reinschreiben. Ich werde versuchen, das Ganze in den nachfolgenden Episoden dann einfließen zu lassen und euch gegebenenfalls oder hoffentlich eine wirklich gute Anlaufstelle für Lightroom-Tutorials bieten zu können. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Sagt ciao, bis zum nächsten Mal.